Die USA pushen den Ölpreis. Wie kommt das denn? Das ist unser Thema in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Aus meiner Sicht gibt es im Wesentlichen zwei Gründe dafür. Zum einen hat die US-Notenbank, die Federal Reserve, in ihrer jüngsten Sitzung im Prinzip den Ausblick auf die Inflationsentwicklung gesenkt. Damit wird es weniger wahrscheinlich, dass es zu einer weiteren Zinsanhebung in 2017 kommt. Das wird momentan von den Anlegern ausgepreist und setzt den US-Dollar mächtig unter Druck. Und da Rohöl nun mal in US-Dollar gehandelt wird, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Länder, die eben nicht als Währung den US-Dollar haben, sich entsprechend dann auch mit US-Öl bevorraten, ihre entsprechenden Reserven auffüllen. Der zweite Grund ist das umstrittene Sanktionsgesetz, was in den USA verabschiedet worden ist. Am Freitag ging es auch durch den Senat. Das richtet sich gegen Iran und Russland, insbesondere gegen die Exporte aus Russland von Gas und Öl. 90 Pipelines sollen davon betroffen sein, rund 5 davon führen in die EU. Aus meiner Sicht liegen die Gründe dafür weniger in der Tatsache, dass die USA davon ausgehen, obwohl es nicht bewiesen ist, dass sich Russland in die US-amerikanische Präsidentschaftswahl eingemischt hat. Nein, man betont ganz deutlich, dass es auch gegen die Nord Stream Pipeline geht. Und für mich ist das vom Establishment, politischen Establishment an Russland eine ganz klare Ansage. Egal was du machst, egal wie stark du in Syrien oder Ukraine geworden bist, wir drehen dir den Hahn ab. Wir machen es dir schwer, dass die USA auf den europäischen Energiemarkt drängen. Das ist auch hinlänglich bekannt, denn Deutschland alleine bezieht 40% des benötigten Rohöls aus Russland. Dazu über 30% der Gaslieferungen kommen aus Russland. Allein Öl war insgesamt, was wir in 2016, so habe ich es mal nachgelesen, importiert haben, rund 26 Milliarden Euro. Ach ja, und bevor ich es vergesse, der US-Präsident soll kein Vetorecht haben gegen die Sanktionen. Das heißt, auch da macht man die ganz klare Ansage an Russland, egal wie gut ihr euch mit unserem Präsidenten versteht, den haben wir jetzt erstmal kaltgestellt, den mauern wir ein. Zwar soll man sich mit den Partnern innerhalb der EU absprechen, also konsultieren, naja, aber wie das dann aussieht, das wissen wir ja schon aus der Vergangenheit, wenn es um Sanktionen gegen Russland geht, da ist man immer schön mitgelaufen. Vorhin habe ich noch von zwei Gründen gesprochen. Eigentlich sind es drei Gründe, die da zu Buche schlagen. Denn Saudi-Arabien hat angekündigt, im August seine Erdölexporte um 600.000 Fass täglich zu verringern auf jetzt 6,6 Millionen Fass pro Tag. Und aus dieser Gemengelage ist es nicht wirklich verwunderlich, dass der Ölpreis steigt, wie es momentan aussieht, wo mögliche Widerstände sind. Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's, ab in die Charts. Zunächst erstmal sehen wir hier im Wochenchart vom Öl, dass wir auch mit diesem Anstieg in der laufenden oder abgelaufenen Handelswoche hier uns weiter in der Range zwischen 42 und 55 US-Dollar befinden. Erst mit einem Ausbruch über diesen Widerstand hier bei rund 55 US-Dollar wäre das weitere charttechnische Widerstandsziel auf der Oberseite bei rund 62 US-Dollar anzusiedeln. Soweit erstmal zu der oberen Zeiteinheit, aber auch in Seitwärtsphasen, in Rangephasen, da gibt es entsprechende Widerstands- und Unterstützungsmarken. Weiter geht's mit dem Tages- und den Stundenchart. Auch im Tageschart sehen wir nochmal die Kursanstiege im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen, die wir ja gerade eben besprochen haben. Wir sehen hier bereits eine trendartige Entwicklung nach oben und somit auch hier die nächste Widerstandsmarke grob im Bereich 50,65 $. Sehen Sie die ehemalige Unterstützung, die fungierte dann hier entsprechend als Widerstand. Sollten diese Marken hier nach oben durchschlagen werden, weiteres Widerstandsziel mal hier im Bereich von 55 US-Dollar. Auch im Stundenchart sehen wir, dass der Aufwärtstrend hier weiterhin ungebrochen ist. Auch hier zum Ende der Handelswoche weiteren Druck nach oben. Und hier sehen wir nochmal entsprechend das Widerstandsziel, wie gerade aus dem Tageschart besprochen. Sollten wir jedoch dennoch Korrektur hier bekommen und wieder nach unten wegbrechen, so hätten wir die erste Unterstützungszone im Bereich von 48,23 $ und darunter dann die Marke 47,71 $. Und wir sehen es hier linksseitig noch im Chart. Hier haben wir den ehemaligen Widerstand, der nach oben durchschlagen ist. Und wie wir in der Chart immer wieder sagen, ehemalige Widerstände können, müssen aber nicht dann im Umkehrschluss zur Unterstützung werden. Soweit erstmal zu meiner persönlichen Ansicht und Meinung zu der aktuellen Situation und den Dingen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Dir wünsche ich jetzt erstmal eine erfolgreiche Handelswoche. Viele gute Trades. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
you